Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Lang ist's her. Mein letzter Shein-Haul ist schon fast ein Jahr her. Aber es ist wieder soweit. Ich habe mir ein paar Klamotten ausgesucht und die Sachen sind so schön. Ich kann nicht mehr. Ich habe auch einen Code für euch. Der Code heißt so. Frag mich nicht, warum der diesmal so heißt. Ihr kriegt auf jeden Fall 15% mit dem Code auf alles. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal. This is the time of my life. Ich habe heute schon sehr viel gemacht. Habe auch fleißig mit den Klamotten schon Fotos gemacht. Also wenn ihr das sehen wollt, wie die in Action aussehen, abgesehen davon, dass ich sie euch hier angezogen zeige, sondern mit Locations, dann schaut auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben bei den Fotos und Alex hat sich auch Mühe gegeben. Und genau, deswegen sieht mein Make-up auch so wasted aus. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich habe wieder, hallo, einen riesigen Karton. Ich muss nur dazu sagen, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geshoppt. Ich glaube, das letzte Mal so richtig geshoppt habe ich im Oktober 2021. Und wir haben einfach Mai. Deswegen ab und zu für meine TikTok Make Me Buy It oder Instagram Make Me Buy It Videos habe ich ein bisschen was eingekauft. Aber sonst war ich nicht mehr shoppen. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut über die Klamotten. Wir starten mit dem ersten Teil und das habe ich auch direkt an. Ich habe das auch heute schon getragen auf Fotos, allerdings ohne mein Sport-BH drunter. Jetzt war das ein bisschen zu naky, deswegen habe ich das jetzt drunter angezogen. Ich finde das so schön, ich finde das ist so aesthetic, dieses Oberteil. Oh, I love it. Und ich habe gerade auf der Internetseite geguckt, einfach 9,99 €. Oh, ist das so schön, ist das so schön, ich liebe es. Ich habe fast alles in Größe M diesmal bestellt. Ein paar Sachen sind ein bisschen zu groß, aber an sich passt es eigentlich so ganz gut von den Größen. Und bitte beachtet nicht meine Fingernägel. What is that? Man weiß es nicht. Als nächstes Schuhe, Freunde. Ich habe eigentlich so gut wie gar keine Sommerschuhe, vor allen Dingen keine bequemen. Deswegen habe ich mir hier diese Latschen ausgesucht und ich bin gerade so ein bisschen auf dem Grün-Trip. Und deswegen habe ich mir die ausgesucht. Die fand ich sehr, sehr schön. Größe 36,5. Die sind so schön und die sind auch sehr bequem. Und ich liebe einfach dieses Pastellgrün. Sieht so schön aus. Dann als nächstes dieses Paar Schuhe. Das habe ich auch heute schon getragen. Ich muss dazu sagen, das sind nicht die bequemsten Schuhe. Einfach weil die hier vorne so ein bisschen einschnüren. Also ich denke mal, aber Blasenpflaster fixen das definitiv. Ansonsten finde ich die richtig cool, weil die halt nicht wirklich... Also die sind eigentlich haben die gar keinen Absatz. Also die sind so krass mit Plateau, dass die eigentlich vielleicht 2 cm Absatz haben. Aber die machen halt was her. Die passen perfekt in den Frühling oder in den Sommer. Ich finde, die sehen cool aus. Und früher war sowas niemals mein Style. Aber jetzt, ich finde das einfach voll schön. Und das könnt ihr auch zu allem tragen. Zu einem Strandkleid, zu was anderem. Ihr könnt das Gefühl zu allem kombinieren. Die habe ich in 36 genommen. Und als letztes noch dieses Schuhpaar hier. Auch das. Ich habe in der Vergangenheit daraus gelernt. Ich war immer im Urlaub und hatte immer krasse High Heels dabei. Aber welcher Mensch kann darauf laufen? Keiner. Und deswegen wollte ich unbedingt mal solche Schuhe, die auch ein bisschen schicker sind, aber dennoch auch so alltagstauglich, worauf ich auch laufen kann. Und deswegen sind die da echt perfekt. Die sind beige, also beziehungsweise so nude, deswegen passen die auch zu allem. Und die sind beautiful, beautiful. Die habe ich in 37 genommen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe einfach meinen Fuß ausgemessen und dann in der Größentabelle geguckt, welche Größe ich brauche. Und die sind richtig bequem. Auf denen bin ich heute auch schon gelaufen. Jetzt kommen wir zu den Klamotten. Als erstes habe ich hier ein Kleid. Ich muss dazu sagen, das ist wirklich ein bisschen zu groß. Das habe ich auch in L bestellt. Das hätte ich nicht in L bestellen sollen. Also eine M hätte es sowas von getan, wenn ich sogar eine S. Das ist schon wirklich sehr groß. Das ist so ein richtiges Princess-Kleid. Also ich habe mich wirklich for real heute wie eine kleine Prinzessin gefühlt. Und zwar ist das halt so... Ich kann es gar nicht beschreiben, was das für ein Stoff ist. Ich muss dazu sagen, erstens ist es mir halt viel zu groß. Und zweitens, das ist so vom... Von der Optik her schon sehr special. Also das würde ich jetzt sowieso nicht zum Strand oder sowas anziehen. Also wirklich, das ist wie so ein kleines Prinzessinnenkleid. Deswegen bleibt das für mich halt so ein Fotokleid. Und dafür ist es jetzt nicht so schlimm, dass es zu groß ist. Aber es ist schon richtig cute. Und das gibt mir so richtige, keine Ahnung, Barock-Vibes oder sowas. Also auf jeden Fall irgendeine andere Epoche. Irgendein anderes Zeitalter. Aber richtig cute. Und das hat so ganz viele... Schmetterlinge drauf, wenn man das sieht. Also Leute, in diesem Haul seht ihr sehr viel Grün, Weiß, Gelb. So in dem Ding, weil das ist jetzt so mein neuer Vibe. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch so eine Verrückte. Ich habe diese Sachen extra abgestimmt auf mein Feed, wie ich ihn in Zukunft haben möchte. Also Leute, ich stecke wirklich gerade viel
Arbeit in mein Feed bei Instagram. Also würde mich echt freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Mir folgt, falls ihr es noch nicht tut. Als nächstes, dieses Kleid hatte ich ebenfalls heute schon an. Ist wunderschön. Ich finde, diese Blumenmuster sind halt mega die Spring-Vibes. Also, I love it. Bei dem Kleid mag ich es, dass es relativ lang ist. Also es geht über die Knie, hat aber hier so einen Schlitz. Also das sieht richtig elegant aus. Und trotzdem, alle Kleider, die ich vorher so in dieser Optik hatte, die gingen immer übers Knie. Aber das hier geht halt ein bisschen länger. Aber durch den Schlitz wirkt das wieder so... Hallo, verrucht. Irgendwie, also so... Das wirkt halt nicht so Oma-artig oder so. Das sieht richtig, richtig schön aus und sehr, sehr elegant. Und auch sexy, Leute. Obwohl es Blümchen sind, sieht sexy aus. Sehr, sehr schön. Und das ist halt, hat so einen mega leichten Stoff. Also perfekt für den Frühling und Sommer. Dann als nächstes eine Hose. Das ist eine Hose, Leute. Die ist so schön. Und die ist aktuell, passt die mir, als wäre die wirklich für mich geschneidert worden. Und da ist noch sogar ein bisschen Platz für mein Bäuchlein, falls ich viel esse. Ich weiß noch nicht, wenn ich ein bisschen mehr abnehme, wie es dann ist. Wenn ich das überhaupt jemals schaffe, abzunehmen. Aber ja, die ist wirklich sehr, sehr schön. Auch hier mit diesem floralen Muster. Und das ist halt ein anderer Grünton. Also ich habe wirklich verschiedene Grüntöne. Für jeden was dabei. Also ich muss sagen, trotzdem fühle ich den Grünton immer noch am meisten irgendwie. Das eine sieht so gelb aus. Das eine sieht so dunkel aus. Das sieht so perfekt aus. Wenn wir schon mal bei Grüntönen sind, kommen wir direkt zu einem Grünton, den ich leider gar nicht mag. Und zwar ist es dieser. Seht ihr, das ist so ein richtig knatschiges, grelles, komisches Grün. Also das gefällt mir leider gar nicht. Das Kleid trotzdem sehr, sehr schön, auch vom Stoff. Das ist halt ein anderer Stoff als die ganzen anderen Sachen. Das ist eher so ein richtiger Baumwollstoff. Auch ein sehr, sehr schönes Kleid. Das meine ich halt gar nicht. Aber dieser Grünton, ich weiß nicht, ob ich das anziehen werde oder anziehen kann. Auch das Kleid ist sehr lang und hat einen Schlitz. Vom Ding her, wenn euch der Grünton gefällt, ist es schön. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen weicher wie Baumwolle. Und das ist halt so dieses typisch Polyester, denke ich mal. Dann habe ich hier als nächstes einen Maxi-Rock. Den habe ich tatsächlich in S bestellt, sehe ich gerade. Weil den wickelt man ja sowieso. Blau, auch mit Blümchenmuster drauf. Das ist ein Maxi-Rock, also geht fast bis zum Boden. Und ich dachte da vor allen Dingen wirklich im Sommer, ich brauche Sachen, die luftig sind, die leicht sind, die man schnell anziehen und ausziehen kann. Und dafür ist sowas halt perfekt. Ganz ehrlich, ihr zieht das an und ein Bikini und ihr seid fertig mit eurem Outfit. Dann habe ich hier ein Oberteil, da habe ich ehrlich gesagt auch Angst, dass mir das zu groß sein wird, aber ich glaube nicht. Das sieht so schön aus. Boah, da freue ich mich besonders drauf, das zu tragen. Das ist so eine schöne, ja, teilweise Bluse, teilweise Oberteil mit langen Ärmeln. Alles, was lange Ärmel hat, genauso wie das, ist perfect for me. Because, ihr wisst ja, ich habe diese Insecurities bezüglich meiner Oberarme. Und deswegen sind solche Tops für mich perfekt. Und auch so für kühlere Sommerabende, wo es ein bisschen windiger ist, finde ich das wunderschön. Auch die Farben wieder, ein bisschen gelb, ein bisschen grün. Wunderbar. Als nächstes noch ein Blümchenkleid. Wir haben ja noch nicht genug davon. Das ist diesmal kürzer und auch anders geschnitten. Denn vielleicht sieht man das hier unten. Und das sieht man irgendwie gar nicht. Doch. Jetzt. Es hat hier so eine Naht, das heißt, es fällt ein bisschen anders und ist auch kürzer als die anderen. Diesmal blue, because ich habe halt so in meinem Feed blau, gelb, grün Vibes. Und deswegen konnte ich auch ein paar so blaue Sachen aussuchen. Ne? Jetzt kommt die richtige Virgo Energy aus mir raus. Und irgendwie merke ich gerade, dass ich voll Englisch rede. Eigentlich bin ich gar nicht so. Ich bin eigentlich voll schlecht in Englisch und eigentlich rede ich nie Englisch. Aber es gibt halt irgendwie immer mehr Wörter, die automatisch ins Deutsche integriert werden. Und wenn man den ganzen Tag sich nur mit Social Media befasst oder halt viele Tage und die meisten so reden, dann eignet man sich das irgendwie an. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Dann als nächstes habe ich hier so ein Hemd. Da meinte meine Schwester heute, für unter dem Bikini. Ich habe das Paket nämlich neben meiner Schwester und neben meinem Freund ausgepackt. Und das ist so ein richtig langes Hemd. Hat an den Seiten zwei Schlitze und das wirft man sich wirklich nur über den Bikini drüber. Ich glaube, ich hatte das an dem Model, sah das sehr ansprechend aus und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das mitzunehmen. Ja, also das ist quasi wie eine Tunika. Dann noch eine wunderschöne Bluse, auch wieder in grün. Oh, die ist so schön. Ich hoffe, die wird mir gut passen. Ich bin gespannt. Hier habe ich auch eine Größe S genommen, deswegen hoffe ich, die wird passen. Dieses Grün ist wunderschön und das
passt perfekt zu diesen Schuhen. Ey, es gibt so viele verschiedene Grüntöne, Leute. Diese Bluse sieht einfach so schön aus. Also Bluse, Schrägstrich, Oberteil. Hinten wird es irgendwie geschnürt. Das sieht jetzt ganz schön verwirrend aus. aber ja, das sieht so schön aus. Und das Muster da drauf, diese Bestickung. Das muss ich sagen, ist so ein Stoff. Also es fühlt sich nicht schlecht an oder so, aber der wird, glaube ich, zu warm sein. Also für so warme, richtig warme, heiße Tage wird das nichts, aber wieder kühle Sommerabend. Dann habe ich hier noch einen Maxi-Rock, den habe ich heute auch schon getragen für ein Foto. Ich muss sagen, als ich den heute anhatte, den hatte ich auch, glaube ich, mit diesem Oberteil an, der geht halt auch bis zum Boden, sah ich ein bisschen aus wie so eine Öko-Tante, Schrägstrich, wie so eine Witch irgendwie. Also ich habe mich so erinnert an irgendwie Phoebe von Charmed. Vor allem auch mit der Frisur sah ich irgendwie aus wie so eine crazy Hexe. Aber wenn man das richtig stylt und dann die richtige Pose einnimmt und so, dann sieht das schon sehr ästhetisch aus. Also ich habe halt voll darauf geachtet, dass die Sachen, also dass meine Bilder in Zukunft so cute aesthetic werden. Für mein Spring-Theme. Ich gehe eigentlich, also ja, ich gehe ein bisschen auf in dieser ganzen Sache. Ja, und das ist halt so ein Leinenstoff. Auch der ist, glaube ich, ein bisschen wärmer. Das ist so wie das irgendwie ein bisschen vom Stoff. Aber I like it. Vor allen Dingen, weil das halt so eine neutrale Farbe ist, die man auch zu allem kombinieren kann. Dann, was ich heute auch schon getragen habe, dieses süße Top hier. Das ist auch so ein Allrounder, ne, das kann man immer tragen. Das sieht super süß aus. Das hat halt auch so, das ist für mich irgendwie wie so ein Leinenstoff. Also ich kenne mich nicht so gut mit Stoffen aus, aber ich denke an Leinen, wenn ich sowas sehe. Das hat halt genau denselben Stoff. Als nächstes habe ich hier ein sexy Dress. Da bin ich auch sehr gespannt, ob es mir passt, wie es sitzt. Hier ist sogar ein Etikett dran bei den meisten Sachen, weil Shein ist gar kein Etikett dran, aber hier ist ein Etikett dran. Hier habe ich Größe M wieder genommen. Und zwar finde ich mittlerweile tatsächlich diese, wie nennt man das, gestickten mäßig Wollsachen schön. Die fand ich am Anfang gar nicht schön. Mittlerweile finde ich es sehr, sehr schön. Und das ist so wie eine Art Zweiteiler, aber es ist ein Teil. Rock und Oberteil. Und der Stoff ist auch relativ dick. Ich dachte jetzt, das wird so voll transparent, aber darunter ist halt noch was. Das heißt, es ist nicht so wie diese typischen Wollsachen nur eine Schicht, sage ich mal, sondern da ist hier drunter noch ein richtiger Stoff. Das heißt, das ist auch blickdicht, denke ich. ja. Auf dieses bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass, wenn man das im Urlaub anzieht, sehr sexy pictures. Als ich das ausgepackt habe, hat meine Schwester gesagt, ein Hauch von nichts. Es wiegt auch wirklich nichts. Also wenn ich schätzen müsste, dann wiegt das bestimmt 20 Gramm. ja, das ist wirklich ein ganz leichtes Überwurftop. Schauen wir mal, wie es hin und her flattert. Hallo, da könnte eine Gardine sein. Ja. So eine Gardine würde ich gerne bei mir auch in der Küche haben. habe ich schon zu Alex gesagt, ich möchte so eine typische Oma-Gardine haben. Genau sowas. Dann habe ich hier noch ein Wollkleid. Diesmal in so einer erdigen Farbe. Oh, ich freue mich so sehr, damit Fotos zu machen. Das ist für über dem Bikini. Und dann geht es sehr weit runter, also so maxi-mäßig. Hat aber hier einen sehr, sehr langen Schlitz. Und unten so Fransen. Ey, früher wäre das niemals meins gewesen. Ich würde denken, was ist das denn für ein Kartoffelsack? Richtig wie von Bartholomäus, oder wie der heißt. Bartholomäus? Wie ist der so? Auf Kika. Finde ich das so ästhetisch, so schön. Ey, wenn ich diese Klamotten sehe, will ich einfach unbedingt in den Urlaub. Leute, ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch schön findet. Wir neigen uns dem Ende zu, Freunde. Das ist mein nächstes Top. Das wiegt auf jeden Fall mehr als das Weiße. Ist aber vom Stil her auch so. Voll süß bestickt, bisschen Gardine-mäßig. Hinten ist das so Stretch. Früher war halt mein, aber, das habe ich in Größe S bestellt. Früher war ja mein Motto Presswurst. Mittlerweile bin ich ja sehr, sehr gechillt. Deswegen lieber ein bisschen zu groß als zu eng. Ich kann mich immer wieder daran erinnern, dass mir einige Leute geschrieben haben, also so 3, 4 Kandidaten in meiner Fashion Hall Laufbahn, die mir geschrieben haben, du bist doch keine S oder du bist doch keine XS. Und ich war immer so, doch, bin ich. Und jeder sowieso, also jeder sollte die Größe tragen, die er fühlt und wo man sich wohlfühlt. Aber mittlerweile rückblickend würde ich auch, also es war meistens echt zu eng. Ich habe reingepasst, ja,
aber es war zu eng und mittlerweile fühle ich mich damit gar nicht mehr wohl. Und bin wirklich dankbar dafür, wenn Sachen ein bisschen lockerer sitzen. Aber ich fand es halt damals einfach nicht schön. Ich habe es nicht gefühlt, ich habe dieses Enge gefühlt und es ist in Ordnung. Ein bisschen peinlich, aber in Ordnung. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Richtig babyblau. Dann ein Accessoire und zwar habe ich so ein Haarband geholt. Könnte man theoretisch auch als Top tragen. Wird ein bisschen eng, aber könnte. Und ich habe irgendwie voll vergessen, wie man die macht. Wenn ich das jetzt anziehe, dann sehe ich noch mehr aus wie so eine Hexe. Zieht man doch so an, oder? Wenn man mal ein Bad Hair Day hat im Urlaub, dann. Und die Farbe fand ich auch richtig schön, so richtig gold. Und zu guter Letzt habe ich noch 3 Bikinis, dann sind wir durch. Und das sind auch alles Bikini-Sets. Fand ich richtig cool. Bei den Bikinis habe ich auch darauf geachtet. Ich habe es ja schon ein paar Mal thematisiert, ich habe auch gar kein Problem damit. Meine Boobies, die sind ein bisschen, die sind halt natural, ne? Deswegen sind die nicht so, sondern die sind halt so, wie die sind. Dementsprechend steht mir nicht jede Bikini-Form. Ich fühle mich einfach nicht mit jeder Bikini-Form wohl. Und deswegen habe ich schon darauf geachtet, dass das Bikini-Formen sind, die mir aus meiner Sicht schmeicheln. Das erste kann ich gerade selber nicht so ganz identifizieren. Das ist das Oberteil. Ich fand auch die Farben und so cool. Bei den Bikinis muss ich sagen, passen die nicht in mein Schema, in mein farbliches Schema rein, aber ist nicht so schlimm. Sommerfeed wird sowieso wieder anders. Dann das Höschen, das ist sehr knapp. Das wollte ich auch, weil alle, die ich habe, sind auch diese Oma-Unterhosen. No front an der Stelle. Fühlt sich auch nicht jeder wohl, so leicht bekleidet rumzulaufen. Aber ich wollte sowas unbedingt auch im Kleiderschrank haben, deswegen fand ich das richtig cool. Und dabei kam noch so ein Tuch und ich glaube, das war wieder für den Kopf. It's a bandana, friends. Das hat auch diesen Schwimmstoff. Dann der nächste Bikini, der passt schon ein bisschen in mein Schema rein. Einmal bestehend aus diesem Höschen, da ist ein bisschen mehr bedeckt als bei dem anderen, dennoch nicht zu viel. Also, was heißt zu viel? Das Glas kann halb leer oder halb voll sein, ne? Könnt ihr euch aussuchen. Für mich ist es nicht zu viel. Also ich weiß noch nicht, wie es angezogen aussieht, aber so finde ich es schon mal sehr schön, ansprechend. Das Oberteil ist in dem Fall wie so ein Top. Das heißt, ja, da sieht man auf jeden Fall nicht zu viel, da kann nichts rausfallen. Und vor allen Dingen kann man dieses Set auch richtig schön einfach in eine Beachbar, als wäre ich so oft in einer Beachbar. Aber vielleicht in der Zukunft kann man das einfach in so einer Beachbar anziehen, also richtig schön. Denn dazu kommt ein ganz langer Rock, auch ein Maxi-Rock mit einem riesig langen Schlitz. Ne, 2 riesig langen Schlitzen. Sehr, sehr, sehr schön. Ist transparent. Das heißt, würde ich jetzt nicht im Alltag irgendwo tragen, aber im Urlaub, an den Strand, Beachclub. Beachclub heißt das, Beachclub. Da sieht man, dass ich nicht so oft in Beachclubs war. Das letzte Teil, beziehungsweise das letzte Set. Ach, hör mal, hier habe ich mir gedacht, komm, YOLO. Diese Form schmeichelt mir zwar in meinen Augen nicht, habe ich mir anscheinend trotzdem influenzen lassen, weil ich das so schön fand. Vor allen Dingen einfach dieses Tie-Dye. Ja, Tie-Dye in dieser Farbe. Ich liebe Flieder, das ist ja meine Lieblingsfarbe. Ich fand diese Farbkombination so schön. Es ist ein Triangle-Bikini. Das muss ich sagen, das finde ich schöner mit kleinen Boobs oder mit gemachten. Bei mir, wie gesagt, mag ich persönlich an mir nicht. Ich schnüre das immer so fest oben und an den Seiten, dass gefühlt nichts verrutschen kann und trotzdem habe ich nicht diese Form, die ich gerne hätte. Aber egal, die Farben sind sehr, sehr schön. Dann das Bikini-Unterteil. Ich glaube, das wird tatsächlich von allen am besten sitzen, weil man das auch selber hier entscheiden kann, wie stark man das geschnürt haben möchte. Und auch da, wie man sieht, ich wollte diese knappen Höschen, weil ich die noch gar nicht so habe. Und zu guter Letzt ein Rock. Habe ich auch zu meiner Schwester gesagt, hier ist noch ein Rock dabei und die so ein Tuch wohl eher. Die wichtigsten Stellen bedeckt ist. Auch sehr, sehr, sehr schön. Nach diesem Haul habe ich auf jeden Fall noch mehr Fernweh, als ich sowieso schon hatte. Aber ich bin sehr, sehr happy mit den Klamotten. Ich finde alles wunderschön. Ich werde jetzt noch alles für euch anziehen. Das heißt, ihr habt sowieso angezogen, alles gesehen. Wie gesagt, falls ihr was bestellen möchtet, vergesst nicht, meinen Code zu benutzen. Und vergesst nicht, bei mir auf Instagram vorbeizugucken. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.